Zum letzten Spiel der englischen Woche war am Sonntag im Eisstadion der REV Bremerhaven zu Gast und bei den Eispiraten fehlte immer noch Tomasz Miszkowski, der mindestens noch 3 Wochen wegen Problemen am Knie aussetzen muss. Bei den Pinguinen fehlte Jim Baxter, ein wichtiger Verteidiger. Nach dem Aufstieg gilt für die Pinguine Klassenerhalt. Und nur 7 Spieler sind aus der letzten Saison geblieben. Dafür kamen unter anderem 15 neue Viertellizenzspieler und die werden zusammen mit den Hannover Scorpions finanziert. Dazu erfahrene Spieler wie zum Beispiel der Top-Goalie Greg Gardner und er möchte über Bremerhaven den Sprung in die erste Liga schaffen. Und im Sturm sollen erfahrene Spieler wie zum Beispiel Dylan Göri aus Nordamerika den jungen Viertellizenzspielern etwas beibringen. Krimitschaus Trainer Jiří Ehrenberger. Er wollte nach der Niederlage in Essen natürlich wie gewohnt zu Hause punkten. Krimitschau begann im Powerplay. Thorsten Heine am Puck. Der Puck kommt zu Smith und der scheiterte an Greg Gardner im Tor. Die Gäste spielten weiter in Unterzahl. Trotz Unterzahl gelingt ihnen ein Konter. Und zwar über Marian Deida. Und der kann kontern. Doch Martinovic zeigte eine klasse Leistung. Der ETC über Erik Schneider, dem Spieler der Woche vom Pressebüro Michel und City TV. Krimitschau verlor im Anschluss den Puck. Die Eispiratenabwehr verschläft die Situation und so kommt Peter Boone allein vor das Tor von Martinovic und kann zum 0:1 einlochen. Die Partie verlief sehr schleppend und relativ ereignislos, deswegen sind wir bereits im zweiten Drittel. Und auch da war der EDC unterlegen und bekam den Puck einfach nicht unter Kontrolle. Demzufolge wieder eine Chance für die Gäste aus Bremerhaven. Moburg kommt allein vors Tor und verfehlt das leere Gehäuse. Glück für die Eispiraten. Peter Dreiseidel, der Trainer der Pinguine, konnte an diesem Abend mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein. Daniel Del Monte auf Kautron und Katan kann ihn nicht stoppen. Und zum Glück war Martinovic da, der grandios hielt. Nicht nur die Mannschaft, auch die EDC-Anhänger auf den Tribünen schauten ratlos auf die Eisfläche. Bremerhaven hatte die Eispiraten im Griff und nutzte die Stellungsfehler der Krimitschauer Abwehr eiskalt aus. Die Folge war, dass Brunilla das 0:2 einschießen konnte, da einmal wieder die Abwehr schlief. Wir befinden uns im letzten Drittel. Den Pinguinen gelingt ein 3:1 Konter. Den ersten Angriff konnte Martinovic noch abwehren. Und dann war mal wieder die Abwehr leicht überfordert und demzufolge gelang Kautron das 0:3 für die Gäste. Spielminute. Kurz vor Ende gelang den Krimitschauern noch der Ehrentreffer. Bambridge auf Schneider und der Torschütze hieß Smith zum 1:3.
Die Gäste aus Bremerhaven konnten mit einem schnellen Konter über Hackert den alten Torabstand wieder herstellen. Denn ihm gelang der 1:4 Endstand. Im Ergebnis kann man also sagen, die EDC-Schwachstellen haben sich an diesem Wochenende, in dieser englischen Woche offenbart. Die Abwehr ist einfach das Problem im Moment. Es gibt sehr viele junge Spieler, denen noch die Erfahrung fehlt. Und da darf man auf die Lösung von Trainer Ehrenberger gespannt sein. Aber ich sage genau, wir haben relativ neue Verteidigung. Genau, und Verteidigung, das sind, dazu gehören auch die Stürmer. Und ich hoffe ja, dass das sind so Standardsituationen, dass wir das noch deutlich verbessern können. Zur Pressekonferenz gab es noch etwas sehr Erfreuliches. Der langjährige Partner des EDC, die Sparkasse Zwickau, verlängerte den Sponsorenvertrag. Ja, es ist erwähnt worden, die Sparkasse Zwickau ist schon lange einer der wesentlichen Partner hier des EDC Grimmitschau. Wir machen das sehr gerne, weil sie, wie Sie wissen, ist ja neben unserer Hauptaufgabe der Geldversorgung unserer Bürger in Stadt und Land ein weiterer wesentlicher Punkt, Nutzenstiften für die Region, und zwar in Form von Spenden, Sponsoring für Kultur, Sport und so weiter. Und einer der wesentlichen Leistungsträger und Imageträger hier in der Region ist mal der EDC Grimmitschau, und wir machen das sehr gerne. Und wir sehen es auch an der Zuschauerresonanz, dass hier unser Sponsoring auf fruchtbaren Boden fällt. In diesem Sinne wollen wir das Sponsoring wieder weiter fortführen. Nach 4 Spieltagen nimmt die Tabelle langsam Form an und man erkennt, bei welchen Teams Verbesserungsbedarf besteht. Tabellenführer ist im Moment Landshut, gefolgt von Regensburg und Duisburg. Den letzten Playoff-Platz belegt Schwenningen. Grimmitschau ist auf dem 11. Rang und die Tölzer sind das Schlusslicht der Liga. Die Vorschau auf die nächste Woche, und da begrüßt der EDC am Freitag zu Hause im Saampark die Straubing Tigers. Am Sonntag kommt es in Weißwasser zum Sachsen-Derby gegen die Füchse. Das war's für diese Woche, bis zum nächsten Mal.